wir fahren mal daher. Jawohl. So. Ach, wie schön. Guck mal, ein Bänkle. Das ist ein Traum. Ja, weißt du was, da setzen wir uns jetzt hin und reden übers Leben. So, das ist übrigens Oberlauda. Und da oben stand einmal eine Raubritterburg. Die haben sie in dem Bauernkrieg, haben sie die abgefackelt. Das ist natürlich jetzt auch die super Jahreszeit. Ja. Hm? Diese Giebellandschaft, ne? Mit den viele, viele steile Giebel, kommt eigentlich daher, weil das an für sich ein Burgdorf ist. Und die haben sich früher dicht gedrängt um die Burg rum. Also die Burg war ja eigentlich der Schutzraum für die Dörfler. Wenn also Feinde kamen, haben die sich da zurückgezogen. Da gab es übrigens immer wieder Hunde-Einfälle. Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Das gibt es irgendwo nachzulesen. Und aus den Erfahrungen heraus hat man dann halt einfach sich einen Ritter genommen. Dem Ritter hat man die Burg gebaut. Der Ritter hat gesagt, ich passe auf euch auf. Ihr gebt mir ein bisschen so Steuern, damit ich da mein Leben unterhalten kann und trainieren kann den ganzen Tag. Der bot die Sicherheit sozusagen. Genau. Und die haben sich drum herum geschart und wenn dann irgendwie die Feinde kamen, dann sind sie alle mit Kühen und allem dann in die Burg eingezogen. So. Und wenn sie großes Pech hatten, dann wurde die Burg belagert und dann wurde es ernst. Ja. Aber es hat ja eigentlich recht gut kalte, das ganze Ding, bis 1525. Und dann war der Bauernaufstand und in der Zeit habe ich ja schon die Ritter sind dann schon degeneriert zu Raubrittern, weil mittlerweile dann die Kirche noch Steuern erhoben hat und wer weiß ich alles. Und die wurde dann praktisch da drangsaliert von allen. Und dann war im Grunde genommen die bösen Woche die Kirche, die Klöster hat man runtergebrannt, die Burche hat man runtergebrannt. Ja, und eben die daneben auch. Und so haben wir leider keine Burche mehr daneben. Aber man ahnt es noch, da oben, der Freischlag, den man da ein bisschen sieht, ne? Der ist im Grunde genommen, dann hat man es einfach gemacht, damit man so in etwa sieht, wo die mal gestanden ist da oben. Ja. Und die kleine, dicht gedrängte Häusle, das ist ganz verwinkelt da in Oberlauda. Da kann man so, so Labyrinth kann man da auch machen, irgendwie. Ja. Mensch, Ingo, wie gefällt es dir da? Hä? Es ist ein Traum, ein absoluter Traum. Wie heißt das hier, das Taubertal? Ja, ja. Also da drüben ist das Taubertal und daneben sind wir in Oberlaude. Das ist so ein kleines Raubritterdorf, weißt du? Und wurde dann irgendwann einmal von Zigeuner besiedelt, als dann die Bevölkerung, welche Dings ausgestorben war, welche Pest. Also Pest oder Cholera? Das waren die beiden Welche Pest sind sie ausgestorben? Und dann kamen die Zigeuner und heute noch machen sie Musik. Machst du nicht auch Musik? Ja, wie das so üblich ist, habe ich mal mit dem Blockflöte spielen angefangen und bin bei der Gitarre hängen geblieben. Wo kommst du denn eigentlich her? Aus der Mitte Deutschlands, so ziemlich zentral, Kassel, 50 Kilometer nördlich Göttingen und da das schöne Nörten-Hardenberg. Oh, sollten wir da mal hin? Unbedingt, das sogenannte Keilerland. Aha. Schön wellig, ideal gelegen zwischen Leinetal und dem Harz und ein paar Meter weiter die schöne Weser, die in die Nordsee mündet. Ja, also du pass auf, das ist so schön, du bist jetzt da und dann fahre ich zu dir, ne? Das machen wir so, gehe ich einen Besuch machen. Da können wir miteinander dann E-Bike fahren. Das wäre der Hammer. Ja, wieso nicht? Da würde ich ein paar Radfahrkumpels aktivieren und sagen, hier Leute, wir müssen mal mit dem Erhard zusammen Fahrrad fahren. Der Spezialist für Rohloff-Antriebe, das ist ja der absolute Traum für mich. So, also, okay, du hast geträumt, du möchtest ein E-Bike haben mit einer Rohloff-Schaltung, hast dann irgendwie im Internet rumgeguckt und kamst dann da auf uns und was weiß ich. Und jetzt hast du dir ein Tauberrad zugelegt, ne? Jetzt habe ich mir ein Tauberrad zugelegt, ja, mit Rohloff. Mit Rohloff-Schaltung, Bosch CX-Motor. Dann, ich habe jetzt mittlerweile erfahren, du hast ja noch ein weiteres E-Bike zu Hause.
Ich habe noch ein anderes E-Bike zu Hause, ja. Wo du genialerweise den Akku, den du hast, ja auch hier verwenden kannst. Ne? Ein 500 Watt Akku, ganz genau. Und zwar von außen drauf. Also nicht diese, wie nennt man das jetzt, in Tube? Ja, ja, Ex-Tube von mir aus. Ja. Naja, außen drauf halt. Ja, und sag mal, also du hast ja, sagen wir mal, als ich dich im ersten Mal gesehen habe, du bist schon eine Erscheinung, ne? Ja. Schon, ne? Also, jetzt heute mit deinen Shorts, also du hast ja ein paar Füße, ein paar Baumstämme, ne? Ist ja so, das kann man ja mal sagen, ich bin ein wenig dünner. Ich meine, ja. Es gibt bestimmt Frauen, die stehen da total drauf, oder? Das weiß ich nicht. Doch, 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 doch. Echt? Doch, doch, doch. Ja. Sollte ich das mal ausprobieren? Das strahlt Kraft aus und Sicherheit, weißt du? In der Tat. Ja. Die Frauen suchen danach aus. Ja, ja, gerade so kleine Dinger da. Und, aber ansonsten das Volumen, wo du jetzt mittlerweile hast, das zarte Gewicht von, wie viel aktuell? 130 Kilo. Hat viel Geld gekostet, das Feinkosten. Ja, aber ich bin ja sehr diskret. Ich habe mal gefragt, warum bist du so dick? Und dann hast du mir gesagt, nee, also das liegt nicht am Fressen und Saufen. Ja. Ein bisschen vielleicht, aber eigentlich, sag's, es war? Ich habe leider zwei künstliche Hüftgelenke. So. Und du hast ja die Bilder mitgebracht, gell, von deiner künstlichen Hüftgelenke. Und das interessiert mich, weil das ist ja auch technisch. Darfst du mir die mal gerade zeigen? Ja, das kann ich machen. Du hast die doch auf deinem Handy bestimmt. Das habe ich ja heute alle. Die haben alles Mögliche auf ihrem Handy, sogar ihr künstliche Hüftgelenke. Heutzutage. Das ist eine Röntgenaufnahme, gell? Der war übrigens in Würzburg da, der Röntgen. Der hat es da erfunden in Würzburg. So. Ach du lieber Gott, was ist denn? Oh. Also ich sehe schon das, oh mein Gott. Also das daneben sind so künstliche Hüfte-Dings und Bums. Und dann hast du aber noch weitere Austauschaktionen gehabt, ne? Leider Gottes hatte ich das, was man sich gar nicht wünscht. Ich hatte an meiner künstlichen Hüfte eine bakterielle Infektion. Das ist eigentlich der Super-GAU, weil diese Bakterien bedauerlicherweise ganz schlecht wieder aus dem Körper rauszukriegen sind. Ist es dieser berüchtigte Krankenhauskeim? Ich hatte Glück, es war kein MRSA-Keim, also es war nicht dieser Krankenhauskeim. Es war ein ganz normaler Keim, der auf der Haut ist und den man auch bekämpfen ist das falsche Wort, also den man behandeln kann. Aber um das behandeln zu können, wurde die Prothese rausgenommen und ich habe 3 Monate keine Prothese gehabt. Und ich habe 3 Monate lang so einen Platzhalter mit Antibiotikum gehabt und dann eine neue Prothese bekommen. Der ganze Prozess hat sich aber über 3 Jahre hingezogen. Und in den 3 Jahren war ich halt ein bisschen schmerzgeplagt und konnte mich nicht mehr meinem ansonsten über 20-jährigen Fahrradfahrhobby widmen. Also das heißt, von deinem Kampfgewicht von 95 Kilo... Ja, 105 war ich immer. Sagen wir mal so, Kampfgewicht 105. Ich meine, anhand von dem Knochenbau könnte es ja gar nicht weniger sein. Ja. Hat es dann halt eben durch diese Misere dann eben dann kontinuierlich zugenommen. So, das ist die Situation. Und Essen schmeckt immer lecker. Aber gut, die Situation ist 130 Kilo. Gut, aber langsam wieder vernünftig rankommen ans Fahrradfahren. So, und das ist jetzt auch schon mal technisch ein bisschen Herausforderung. Das Rad muss auch schon mal das Gewicht aushalten. Ja. Rahmentechnisch, bremstechnisch, der Motor muss ein starker sein. Da haben wir den CX gewählt, starke XT-Bremse. Wir haben die Roloff E14, damit du auch die Berge hochkommst. Den Harz und den Solling bei uns, ja. Ja. Und zwar ohne, dass du die Hüfte und alles Mögliche damit zu sehr beanspruchst. Ich soll nicht so viel Druck drauf geben. So, und da haben wir es. Also die Kombination zwischen einem Steigermotor und dieser Schaltung ist ja das, dass man mit ganz wenig Pedaldruck, schätze mal wie viel, was ist denn das Beste, der beste Pedaldruck? Ich schätze mal so 125 Watt vielleicht. An Gewicht, an empfundenem Gewicht, wo du mit dem Fuß aufs Pedal trittst. Da so. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie man den angibt. Nehmen wir mal so was in die Hand und denk, 5 Kilo, 10 Kilo. Ach so. Mit wie viel Druck würdest du jetzt sagen, ist es optimal? Oh, wenn ich ja schon über viel nachgedacht habe, aber... Naja, schon 50 Kilo kann er ja schon. Ne? Also mein Körpergewicht kann ich ja schließlich auch drücken.
Also ich verrate dir jetzt mal was. Ich habe Kampfkunst mal gemacht, eine Zeit lang so. Und ich hatte einen super Trainer. Und Kampfkunst ist ja nicht, dass man irgendwie gewinnen will, weil wenn du gewinnst, hast du immer einen Verlierer, das möchte ich nicht. Immer Augenhöhe und immer im Frieden, das ist gut. Ne? Und da habe ich mir also viele Dinge gelernt. Und die Kraft, die man einbringt, sind etwa 100 Gramm. Nee. Doch. Das ist aber Rappen. Also das ist wirklich ganz, ganz viel. Ja, 100 Gramm. Ganz wenig, ja. Also das heißt, das gilt für jede. Bums, es ist umgefallen, das ist erschrocken, das Rädel ist erschrocken und das Schöne ist, es läuft nichts aus. Nee. So, früher ist immer Benzin ausgelaufen und so Zeug. Ne? Wie bei den Mofas. Es gibt ja viele, die treten einfach zu stark nein, weil sie es gewohnt sind. So. Und das Interessante ist, um richtig E-Bike zu fahren, muss man seine Kraft immer mehr reduzieren, um zu gucken, bis an den Moment, wo dann der Motor nachlässt. Und die Motoren sind heute so genial gemacht, dass eben die Sensoren, die alles da drin sind, schon bei minimalem Druck reagieren. Und da lernt man auch die Leichtigkeit des Seins. Ist so. Das probierst du jetzt Zeit. Okay, was hat denn das mit diesem neuen EMTB-Modus zu tun? Der EMTB-Modus reagiert ja auf deine Tretkraft und mit dem tust du quasi die Motorkraft regulieren. Je mehr du neidrittst, umso mehr arbeitet er. Und bleib aber immer bei deinen 100 Gramm. Man schaltet, das ist ja das Schöne an der Holof. Das ist super. Du hast ja diese viele, viele Gänge mit den gleichen Gangabstufungen. Ne? Und machst so tat. Und dann passt du das immer 100% an in deine Trittfrequenz. So fährt man richtig epige. Epige. Du, ich mag das amerikanische Zeug da nicht. Da klick und bet und klick und bummst du. Also hör auf. Furchtbar. Ja, hast du noch eine Frage? Ich habe Antworten. Jetzt, wo du weißt, du fährst nur noch mit 100 Gramm durch die Gegend, da kann man kaum abnehmen, gell, dabei. Ja, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ich dachte ja auch, dass ich so ein bisschen weiter jetzt wieder in den sportlichen Part komme. Ja, und der sportliche Part bedeutet ja, du gehst nicht in die Überlastung. Du bleibst also immer in diesem Wohlfühlbereich und das sind diese 100 Gramm. Übrigens, wenn man ganz tief in die Materie einsteigt, es gibt so diesen sogenannten Flow, der im Sport ja irgendwie dann bekannt ist. Und in der asiatischen Welt, da spricht man nicht vom Flow, sondern von Qi. Oder vom Qi. Und das Interessante ist, wenn Körper, Seele, Geist in der Balance sind und im gleichen Verhältnis zueinander, dann fließt dieses Qi. Also Beispiel. Du willst jetzt daneben den Berg hochfahren und dein Verstand, der sagt dir, ich will jetzt doch mal richtig mal Gas geben und treten. Ich muss jetzt richtig reißen. So, genau. Also das heißt, der Verstand will daneben ganz schnell hoch, der Körper muss mitmachen. Und die Seele, das ist ein Empfinden, die sagt, was macht denn der Depp schon wieder? Ja, der blaucht wieder den Körper. So, und dann fährst du daneben hoch und gar nichts Qi, ja, über Anstrengung. Die Hüfte, die rebelliert dann auch langsam, die eiert ein bisschen und quietscht. Und oben denkst du, na, ich habe es geschafft, aber schön war es nicht. Kein Qi geflossen, null Qi. So, Qi-Situation, du willst daneben den Berg hochfahren, du denkst dir, super Berg. Mein Körper ist etwas zu schwer, ja gut, okay. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt miteinander, also wir, das ist der Körper, Seele, Geist, wir fahren jetzt miteinander hoch und genießen das im Wohlfühlbereich. Ich drehe jetzt mal mit 100 Gramm daneben in die Pedale und der Rest macht den Motor und die Schaltung und so, klack, 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 klack und drück. Und dann fährst du daneben hoch und dann merkst du, es geht immer leichter. Und dann fährt einer an dir vorbei. Und den lässt du einfach vorbeifahren. Dich tut kein Ehrgeiz mehr blochen. Du lässt das Ding alles an dir vorüberziehen. Du fährst genau in deinem Wohlfühlbereich. Und dann bist du oben. Dein Körper fühlt sich wohl, deine Seele juchzt und dein Verstand sagt, na also. Ich bin begeistert. Ja, das kommt erst noch. Aber jetzt. Das ist ein totaler Umbruch, weil das ganze Leben vorher genau anders strukturiert war. Ne? Schneller, höher, weiter, Belastung, Power, Empowerment und so weiter und so fort.
Da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Ja, ich habe Jahre gebraucht, übrigens. Ich habe Jahre gebraucht, weil die Prägungen, die mir habe, ist ja immer Druck. Streng dich doch mal an. Das ist so ein Spruch, den habe ich, glaube ich, 1000 Mal gehört oder mehr in meiner Kindheit. Streng dich doch jetzt mal an. Ja. Aber das Leben ist leichter. Und wenn du das ausprobierst und das Training, funktioniert tatsächlich übers E-Bike. Man kann es ja natürlich andersweitig machen, wie auch immer. Aber beim E-Bike fahren hast du genügend Zeit zu experimentieren und am besten ist alleine, wenn du fährst. Wenn ein anderer dabei ist, dann versucht man sich immer abzustimmen und so. Und dann versucht man sich gegenseitig auch zu motivieren zu noch mehr Sport. Und. Also wenn man aus der Nummer aus ist und dieses Vergleichen, ja, immer dieser Vergleich, immer diese Bewertung, einfach raus aus der Bewertung, aus dem Vergleich und zu dir selber zu kommen. So. Und dann wird es schön, so richtig schön. Andererseits, das E-Bike macht natürlich jetzt auch wesentlich mehr Spaß, wenn man sich auch Dinge zutraut, vor denen man vorher, Angst will ich nicht sagen, aber doch ganz schön Respekt gehabt hätte, weil man nicht so wirklich einschätzen kann, ob man diese Belastung aushält. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil mit dem E-Bike, dass man sagen kann, ach, für mich und das mit diesem Wohlfühlmodus, das ist wahrscheinlich der Punkt, und mit diesem Sicherheitsmodus, ich gehe trotzdem den Berg jetzt an oder ich mache diese Tour und genieße der Genuss für steht mich im alleine Vordergrund. Das Fahrradfahren. Ja. Der Genuss steht im Vordergrund, die Genussfähigkeit auch zu entwickeln und probier's einfach mal, probier's. Du, das kostet nichts, was? Das kostet nur eine horrende Summe für die Investition in dieses wunderschöne Fahrrad. Ja, du, andere machen Kreuzfahrten, weißt du? Und da sage ich als immer, ey Leute, wenn die Kreuzfahrt rum ist, dann habt ihr wieder 5 Kilo mehr und die ist rum. Und wenn der ein gescheites E-Bike hast, und dann geht's erst los. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber ich weiß, dass man auf Kreuzfahrten auch Fahrradtouren machen kann. Ja, genau. Übrigens, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Nachhaltigkeit. Ist es ein Thema, das dich beschäftigt, Nachhaltigkeit? In der Tat. Also seitdem ich jetzt hier diese E-Bike-Nummer angefangen habe, habe ich mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und seitdem jetzt meine Hüften das wieder hergeben, habe ich tatsächlich jetzt das E-Bike-Fahren genommen als Weg, also den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zu machen und nicht mehr mit dem Auto. Holla, und wie weit ist das? Ich fahre entweder die eine Strecke sind 12 Kilometer, einfache Strecke, also 24 Kilometer am Tag, und so 4-5 Mal im Jahr 35 Kilometer einfache Strecke, weil ich verschiedene Dienstorte habe. Und das macht Spaß, macht den Kopf frei, die Fahrt, und es kostet deutlich weniger CO2, was ich emittiere, wenn ich jetzt E-Bike fahre. Ich habe nämlich mal durch Zufall so eine Berechnung in die Finger gekriegt. Das Auto, also mein Auto, was ich jetzt fahre, verbraucht tatsächlich 20 Mal mehr CO2 für die gleiche Strecke wie mein E-Bike. Potzblitz. Und dabei fahre ich ein Auto, was gar nicht so viel Benzin verbraucht. Ne? Wenn ich jetzt so einen richtigen 8-Zylinder oder so benutzen würde, dann wäre das noch viel, viel mehr. Also diese Nachhaltigkeitsgeschichte hat so verschiedene Dimensionen. Einmal eben diese Dimension des CO2-Einsparens und für mich auch diese Dimension, für mich selber ist es nachhaltiger, weil ich mehr Spaß an meinem Arbeitsweg sozusagen habe. Jetzt wird es interessant. Also mit deiner CO2-Einsparung, kannst du die Welt nicht retten. Ne? Nein, das ist nur fürs Gewissen. Gut, wir wollen ja die Gute sein. entscheidend ist es im Grunde genommen, dass du bist ja, sagen wir, von deinem Körper her gesegnet. Eigentlich, ich habe dir ja schon gesagt, solche Typen wie dich hat man früher in eine Rüstung reingesperrt und hat die dann praktisch gegen den Feind rennen lassen. Und dass die gesiegt haben, sieht man an dir, weil die Gene wurde ja offensichtlich weitergegeben. Ja. Ja, du bist das Ende einer großen Kette. So. Und wenn du so einen Körper hast und du sitzt die ganze Zeit nur rum und fährst ja noch Auto und hin und her, der Kerl ist unterfordert. Der läuft nicht. Genau.
und der verfettet der Körper. Also das heißt, nee, das ist wie ein Motor. Ne? Ich weiß noch, ich habe früher so Zweitakter gehabt und so. Und wenn du den nicht heiß gefahren hast, dann sind die verrußt und verölt und so. Ja. Du musst ab und zu deinen Körper mal warm fahren. Also der muss mal, ne? Und das geht im Grunde genommen am besten mit dem Weg zur Arbeit, weil dann musst du nicht ins Fitnessstudio, musst du eigentlich gar nicht so Zeug machen. Du fährst einfach hin und her, hast deine Bewegung, hast deinen Stoffwechsel, der dadurch auch aktiviert wird. Also ich verspreche dir, wenn wir uns in einem Jahr sehen, bist du 10 Kilo leichter. Das spreche ich dir. Und wenn es nicht klappt, dann kriegst du nichts mehr zu essen. Was bist du denn eigentlich beruflich, sag mal? Oh wei, das ist schwer zu erklären. Gell? Mhm. Also ich berate junge Menschen am Übergang, was kommt nach der Schule, wenn sie dann in das Arbeitsleben oder in das Berufsleben einsteigen wollen. Für die meisten ist es ja eigentlich Ausbildung. Und wenn die Menschen dann irgendeine kleine Einschränkung oder auch eine große Einschränkung haben, Neudeutsch Handicap, dann komme ich ins Spiel. Und das nennt man tatsächlich in Deutschland Reha-Berater. Aha. Also Berufsberater für Menschen mit Einschränkungen. Und auch noch jung. Ja, man ist so in der Regel 17, 18, 19, wenn man aus der Schule kommt. Und dann ist ja immer die Frage, was kann zum Beispiel ein Autist, trotzdem er einen Autismus hat, für eine Ausbildung machen? In unserer Gesellschaft. Weil die Autisten, die haben ja irgendwo, sind die ja genial, die Kerle, ne? Zum Beispiel. Diese sogenannte Inselbegabung, genau. Mhm. Ja, so Leute haben früher, die waren die größten Kompositionen gemacht, ja. Die größte, ja, irgendwo, wenn du das richtige Ding findest für die, und dann werde ich den überfliegen. Es gibt ja jetzt einen ganz berühmten Menschen, der sich geoutet hat, dass er auch ein sogenannter Asperger-Autist ist. Elon. Kenne ich mich gar nicht aus. Elon, ne? Musk. Ach, der? Ja, der Tesla-Chef und der Chef von SpaceX hat sich geoutet, dass er ein Asperger-Autist ist. Ich habe schon immer geahnt. Oh mein Gott, nee. Also gut. Aber der brauchte garantiert keinen Reha-Berater. Ja, zu mir, du, ich war einmal bei einer Beratung gewesen. Weißt du, was die mir gesagt haben? Junger Mann, haben sie zu mir gesagt, sie können alles außer verkaufen. Machen Sie was anderes, ein Handwerk, irgendwas, aber mit Menschen, das klappt nicht so richtig mit Ihnen. Ja. Ja.